Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Cyberpsycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Phasma und seht auch schon, wie viele Equipment wir dabei haben. Es kann nur eins bedeuten, wir sind im Herausforderungsmodus. Das bedeutet, wir machen jetzt die No Evidence Challenge im Grunde. Das bedeutet, wir gehen ins Haus rein. Ihr kennt das vom Montag wahrscheinlich noch. Und suchen den Geist. Es gibt keine Beweise. Wir müssen nur die ganzen Techniken, die uns zur Verfügung stehen, anwenden. Und an dieser Stelle, zwei Dinge hatte ich noch nicht erwähnt gehabt beim letzten Mal. Die gute Chankana hat jedoch einen Kommentar unter dem letzten, also sprich unter dem ersten Video zu dieser Challenge verfasst, in dem noch drin stand, Punkt 1, dass man den Moreau, sofern es keine Beweise gibt, auch mit dem Parabol herausfinden kann oder erkennen kann, sobald man auf 100% ist, kann man das Parabol nehmen. Und wenn er einen dann mit einem Flüster kann, einen verfluchen, beziehungsweise auch mit den Steps. Und das zweite, was ich nicht erwähnt hatte, der Deo kann ab 40% jagen. Da kann man hier dann zum Beispiel mit der, hier mit dem Bildschirm ein wenig arbeiten, wenn der Shade 35, Deo 40% und so weiter. Daran kann man natürlich dann auch erkennen, zum Teil, was für ein Geist ist. Darauf bin ich wenig eingegangen. Auf dem Bildschirm kann man normalerweise EMF5 erkennen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall, gehe ich mal stark von aus. Der Rest schwierig. Mir wurde auch empfohlen, mit dem Bewegungssensor herauszufinden, ob zum Beispiel eine Banshee oder ein Phantom ist, ob sie dich stalken. Aber im Grunde kriegst du es ja selber mit. Wenn du in der Nähe von Gegenständen bist, dann kriegst du es selber mit, auch ohne Bewegungssensoren. Aber für den Fall, dass man in einem Raum ist, in dem man keine Gegenstände hat, die der Geist werfen kann, wenn er da in der Nähe ist, kann man damit gut arbeiten. Stellt sich einmal straight hin, platziert die um sich herum oder in Laufwege. Und dann, immer wenn sie angehen, kann man sehen, wo ist der Geist gerade? Geht er von mir weg oder geht er zu mir hin? Sucht er meine Nähe oder ist ihm das relativ egal? Wir gehen jetzt erstmal rein. Wir haben Patricia Roosevelt. Parabol, Kruzifix, Bewegungssensor könnten wir theoretisch alles machen. Ich nehme jetzt erstmal mein Equipment. Das EMF brauchen wir nicht. Ich nehme... Wobei, doch, EMF können wir mitnehmen. Let's go. Genau, die anderen Gegenstände hier, die brauchen wir nicht unbedingt. Videocam könnte man mitnehmen. Da habe ich auch einen Tipp bekommen. Kann man auf Türen zum Beispiel richten. Und dann kann man hier über den Bildschirm schauen, ob die Türen zugehen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich muss aber sagen, ich bin da viel zu faul. Ich bin ja schon für Dots eigentlich zu faul. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, darüber kann man das auch erkennen, denn der Geist kann auch die Türen schließen, wenn man im Haus ist. Auch die Eingangstür. Wobei, die wurde, glaube ich, irgendwann rausgepatcht, dachte ich. Aber ja, auch wenn ihr nicht im Haus seid, kann er die Türen schließen, sprich der gute Yuri. So. Let's go. Röcke erstmal an und dann erstmal Geistraum suchen. Ich habe euch im ersten Video sehr viele Tipps gegeben, deswegen war das Video auch länger, obwohl wir ja eigentlich schon früher den Geist hatten. Sollte es hier natürlich auch wieder so weit kommen, werde ich diesmal dann die Runde abschließen, Geist erkennen und fertig. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß jetzt noch nicht zu 100%, ob er hier ist. Könnte auch nur Roaming gewesen sein, aber er ist auf jeden Fall in der Nähe. Kann nämlich auch sein, dass er hier draußen ist und er ist mir hier reingefolgt. Das könnte wieder ein Anzeichen für Oben oder Banshee sein, vielleicht auch für ein Gespenst. Aber momentan, alles was wir wissen, hier wo die Tür bewegt. Und irgendwo hier wurde ein Löffel oder eine Tasse bewegt. Oder eine Gabel. Na, das meinte ich mit, es könnte Roaming sein. Das ist die Frage, ist das Roaming oder ist das Roaming gewesen? Wir wissen es nicht, wir werden es herausfinden. Wir können hier jetzt erstmal unser Equipment platzieren und können schon mal ein wenig Stuff mit reinbringen. Es ist richtig ungewohnt, die Runs jetzt anders zu haben. Wenn man dann eine Evidence Challenge macht oder das wirklich gehäuft macht, dann muss man sich ein wenig umgewöhnen. Das ist ein bisschen crazy. Na, normalerweise würden wir jetzt hier die UV-Lampe nehmen und so weiter. Richtig ungewohnt, denn jetzt zum Beispiel könnte der nächste Run pup, und ja, wir könnten zum Beispiel auch einen Kruzifix mitnehmen. Ich bin davon kein Fan. Ich nehme zum Beispiel noch, will ich eine Kerze mitnehmen? Ich nehme jetzt einfach ein, zwei Salzhäufchen mit. Parabol könnten wir mit reinnehmen. EMF liegt drinnen. Machen wir es einfach so. Es geht jetzt nur darum, hier die Zeit zu überbrücken, bis sich alles temperiert und der Geist sich sicher ist, wo er ist. Und ja, ich höre es. Hier hatte ich beide bei mein erstes Auto, das anging. Da wusste ich noch nicht, dass man Schlüssel nehmen kann, um es auszumachen. Das weiß ich noch. Das war die ganze Runde über an. Und da hatte ich auch meine erste Samara. Das weiß ich auch noch. Damit war sie noch neu. Das war schon irgendwie cool. So, dann nehme ich jetzt ein Feuerzeug mit, eine Kerze. Lass dann gleich meine Taschenlampe drin. Ich mache hier jetzt im Flur Licht an. Bring dann noch die anderen Kerzen mit rein. Denn wir können alles davon irgendwie gebrauchen. Und ja, so können wir ein bisschen die Wartezeit überbrücken. Wenn wir gleich mal schauen, soweit wir die Kerzen drin haben. Ach ja, ich sag's auch noch. Bin jetzt. Wir können gleich mal schauen, ob schon temperiert ist und dann können wir anfangen.
Ich habe auch einen Kommentar gesehen, dass sich jemand mit im ersten Video helfen konnte, weil man weil die Person schon ein wenig am Verzweifeln war. Deswegen Küsschen geht raus. Hat mich sehr gefreut, dass ich weiterhelfen konnte. Auch wenn ich jetzt auch nicht immer an alles denke, aber freut mich, dass ich helfen konnte. So. Das passt erstmal. Let's go. Ja, es ist langsam temperiert. Der Geist ist auf jeden Fall schon mal ein Roamer. Das hat man gemerkt. Hier ging zwar auf, hier war das Auto, also hier ist theoretisch der Geistraum, aber dort hinten ist die Gabel geflogen. Sprich, auch weg von mir. Also, ne, nicht in meiner Nähe. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. So, ein Zweier. Also, wir können Lichter anmachen, wir können Lichter ausmachen. Worauf gehen wir jetzt als erstes? Wir warten. Wir könnten jetzt schon mal hier mit den Kerzen ein bisschen spielen, dann hätten wir was zu tun. Wir können uns da mit dem Parabol hinsetzen. So. Wie platziert man die Kerzen? Ganz einfach im Raum. Es gibt hier keine richtige Vorgabe. Na, es gibt manche, die platzieren sie in allen Ecken und sind dann nur dabei beschäftigt, da rumzulaufen. Ich habe sie ganz gerne hier, denn... Ja, dann chill ich mich hier hin und kann sie anmachen. Ja, es geht nicht darum, wo genau sie in den, im Raum stehen. Ja, ihr müsst hier kein Pentagramm oder sowas zeichnen. Es geht darum, dass die Kerzen drin sind und dass der andere die Möglichkeit hat, drei Kerzen auszublasen. Also immer. Na, weil immer diese dritte Kerze kann die Jagd triggern. So. Dann platzieren wir hier auch schon mal das Salz. Ich mache auch mal ein Häufchen hier hin, für den Fall, dass er raus möchte. Er ist ja ein Roamer. Dann hier noch eins und das letzte hebe ich mir auf. Na, nicht übertreiben. Wir sind noch am Anfang. Ganz entspannt. Dann das nächste, was man machen sollte. Versucht euch ein Versteck. Es könnte jetzt sogar schon zu spät sein, sollten wir zum Beispiel einen Dämon haben. Da müsst ihr auf jeden Fall gut drauf achten. Je früher ihr euch ein Versteck sucht, damit es für den Fall, dass es brenzlig wird, ihr dorthin laufen könnt, desto besser. So. Deswegen gehe ich, nehme ich jetzt meine Räucherstäbchen und gehe dort rein. Wir haben bereits die Steps gehört, was bedeutet Gespenst ist raus. Schauen wir mal hier. Aktivitätsrate ist gegeben, aber wenig. 76% ist jetzt nicht die Welt. Wir haben noch kein Event gehabt. Und wir haben größtenteils das Licht aus, deswegen nicht unbedingt dramatisch. Hier geht wieder die Tür, Wunderbärchen. Die Tür geht aber nur in Spalt zu. Hier ist kein Versteck. Die Kerzen sind alle aus. Das ist auf jeden Fall, wie ich finde, sehr interessant. Wir machen sie wieder an. Und jetzt gehe ich runter in den Keller, schaue, ob da der Spinn frei ist. Danach gehe ich hoch in den ersten Stock und schaue, ob da die Spinne frei ist. Hier unten ist, würde ich jetzt eher sagen, Plan B. Ich gehe lieber nach oben. Aber ist in Ordnung. So, ab nach oben. Schauen wir mal, hier ist auch frei. Wunderbärchen. Und darum geht's mir. Je nachdem, wie nah der Geist ist, möchte ich zum Beispiel hier um Ecken laufen können. Um ihn sicher abzuhalten. Schauen wir mal. Hier ist zu. Alles gleich. Wir haben zwei Verstecke, das ist gut. Ne? Es könnte ja auch sein, dass er jetzt nicht hier drinnen spawnt. Ne? Also jetzt zum Beispiel nicht in der Garage, sondern er spawnt vielleicht hier. Ne? Durch die Wand durchgelischt, irgendwie keine Ahnung. Spawnt hier. Er läuft hier gerade, merkt, er kommt von da. Könnt ihr runter in den Keller. Anders gedacht, könnte er auch natürlich hier irgendwie spawnen oder sein Geist dran wechseln. Er kriegt das nicht mit, dass man unten. So, zwei Kerzen, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja, ich lasse das Licht erstmal aus. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen auf den Breaker hören. Wenn der Breaker ausgeht, ist der Djinn raus. Wenn das Licht angeht, ist die Mare raus. Wir warten, wir hören jetzt auch so ein bisschen auf. Selbst beispielsweise hier ist er reingegangen, hier nicht. Wir könnten hier und da noch Salz platzieren, damit wir merken, wenn er den Raum verlässt. Aber wir wissen ja bereits, dass es auch ein Roaming der Geist ist. Na, hier hinten hat die Gabel bewegt. Und wir wissen auch, dass sein Roaming nicht unbedingt in unsere Richtung geht, denn wir waren noch hier drin, als dort hinten die Gabel geflogen ist. Also könnte das schon mal wieder jetzt wiederum von Banshee und Phantom weggehen. Die Kerzen nach zu urteilen würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass wir ein Onryo haben. Dafür gehen die Kerzen zu langsam aus. Das erste Mal, da waren sie zügig aus, das stimmt schon. Aber jetzt gerade wenig. Allgemein, sehr wenig hier im Raum. Deswegen habe ich hier mein EMF. Für den Fall, dass wir zum Beispiel ein Schild haben. Ihr seht es, hier ist noch Munition. Hier ist noch Munition, aber er bewegt hier nichts. Deswegen schauen wir mal, bist du überhaupt noch hier? Könnte sein, dass er den Geistraum schon gewechselt hat. Wir sind zwar auf Profi unterwegs, aber das ist möglich. Aha, aha. 8,4. Er geht gerade hier hin. Schauen wir mal, wie ist hier die Temperatur?
5,3. Ja, das ist spannend. Das hier, was ihr gerade seht auf dem Display, ist ein entweder ein sehr stark roamender Geist oder ein Geist, der gerade in ihrer Geistraum wechselt. Okay. Oder ein verbuggtes Thermometer, weil ich zu schnell war. Ups. Bärchen. Aber das Thermometer hilft euch auch früh zu erkennen, wann der Geist den Geistraum wechselt. Wenn er jetzt vorhat, hier den Geistraum zu wechseln, dann sinkt hier nicht die steigt hier nicht die Temperatur auf 20 Grad und hier direkt auf 1 Grad. Dreier, Shade ist raus. Sondern es geht langsam. So, Shade ist raus. Jetzt wäre natürlich ein Hauch-Event gut für den Oni, damit der raus wäre. Das würde uns die Sache auch vereinfachen. Die meisten Geister werden wir jetzt wahrscheinlich dann erstmal ausklammern können während der Jagd. Da können wir die Geschwindigkeitsgeister ausklammern oder alle anderen Geister ausklammern. Das wird jetzt erstmal, ja, das Erste sein. Ich gehe jetzt mal kurz raus, schau mal wieder die Sanity an. Wir hatten von 75% oder sowas. Schauen wir mal. Wir sind auf 57%. Also könnte man jetzt schon ungefähr sagen, sowas wie ein Dämon ist raus. Raichu könnte auch schon raus sein, die Jagd um 60%. Mare könnte jetzt im Dunkeln ab 60%. Ja, könnte sein, dass die raus sind. Entscheiden wir jetzt halt, wann er die Jagd startet. Ich aber genau bei 50 Jagd oder darüber. Wobei das, wenn man Solo ist, ein wenig schwierig ist. Deswegen würde ich auch ein Gadget cool finden, dass du irgendwie, keine Ahnung, du wechselst hier auf einen Slot. Also es nimmt halt einen Slot weg, damit es sich zupillst. Und dann kannst du einen Kamerabildschirm anschauen. Und dann könntest du zum Beispiel eine Kamera vor die Bildschirme im Van stellen, beispielsweise. Oder ein Bildschirm, den du mitnehmen kannst, wo du einen Bildschirm aus dem Van übertragen kannst. Das wäre richtig cool, dass du beispielsweise deine Sanity die ganze im Blick haben kannst. Oder die Aktivitätsrate, damit du, ohne dass du nach das EMF die Hand nimmst, siehst, hey, wir haben hier EMF 5. Das wäre super. Das wäre ein Gimmick, das ich mir wünschen würde. Kann ich nicht kommen, aber das Horror-Game, das sowas hat, wird mein neues Main-Game. Sage ich euch jetzt schon. Also, jetzt steigt die Aktivitätsrate. Ich dachte gerade schon so Richtung Büro beispielsweise, der hier ein bisschen aktiver oder ein bisschen dramatischer wird, je nachdem, wie schwach sein Opfer ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich überlege gerade, wo wir hingehen. Am besten wäre wahrscheinlich oben. Denn wenn wir jetzt hier rauslaufen, bup, 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 die Treppe hoch, bup, dieser hier, bup, 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 da hinten. Der Geist würde uns ein Stück folgen, somit wäre der unter uns. Würden wir jetzt runter in den Keller gehen, könnte es sein, dass er uns hinterhergeht. Das wäre natürlich super, dann wären wir auf einer Ebene. Oder dass er hier oben rumdackelt. Dann könnte er aber auch hier rumdackeln und wir sind da hinten. Deswegen würde ich wahrscheinlich lieber nach oben gehen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier nicht zum Beispiel in die Küche gehe, damit ich ihn sehen kann. Dann kann ich den Zoom-Effekt testen vom Djinn, aber das kann ich auch theoretisch hier. Was mir nicht gefällt, dass er hier gerade mit dem Licht so ein bisschen gespielt. Hört mir gar nicht. Ich hätte gerade seltsame Geräusche gehört. So, die Kerzen brennen noch. Könnte natürlich auch sein, dass wir ein Onryo haben. Und dann würden die Kerzen ihn jetzt schon blocken. Dann würden wir es merken, wenn wir auf einmal bei 20% sind. Oder auf 30, whatever. Nächster Run nach draußen. Wenn er jetzt jagt, wäre es natürlich auch nicht verkehrt. Sanity schauen, denn ich glaube, jetzt dürfen wir langsam in Hunting Range sein. Von den meisten Geistern. Jawohl, ihr seht es, wir sind jetzt auf 39%. Ich habe den Shade schon ausgeklammert. Aber irgendwie klingt er jetzt langsam plausibel. Ab jetzt könnte zum Beispiel ein Deo jagen. Das ist 1% nach oben noch, also sprich 40. Bup, bup, bup. Hallo. So. Wenn wir ein Onryo haben, bitte nicht jagen. Dann kann er nicht jagen. Dann spielt er jetzt hier mit seinen Kerzen und das war's dann mit ihm. Er hat theoretisch die Möglichkeit, aus dem Raum rauszugehen und draußen zu jagen. Deswegen stellen viele die Kerzen hier, also eine Kerze vor den Raum. Habe ich auch eine lange Zeit gemacht, aber... Straight sie mir hinterher gelaufen ist. Ich dachte, ich verliere sie irgendwann und dann... Ja, ja gut, ich habe mich geräuchert. Damit alles gut. Schauen wir mal. Sanity-mäßig sind wir jetzt hier auf 33%, 35%. Das hier wäre eigentlich perfekte Shade-Hunting-Range. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt mit dem EMF3. Was wir auf jeden Fall sagen können, Geschwindigkeitsgeister. Raichu sind raus, Deo ist raus, Moro ist raus, Tai ist raus.
Zwillinge sind raus, Mimik. Ah, keine Ahnung, theoretisch auch. Andu ist raus, Revy ist raus. Ich würde auch sagen, Dermot ist raus, weil er viel zu spät gejagt hat. Jin, schwierig, wir hatten keine Line of Sight. Das hier ist eben das Seltsame. Das hier ist das Seltsame, denn das hier ist eigentlich ein Shade. Bin ich der Meinung. Aber eigentlich, auch im Phasmo-Wiki steht, ein Shade kann nicht auf... Achso, das war Salzhaufen. Er kann die kein EMF-3 gehen. Das ist ein wenig tricky. Es gefällt mir gar nicht, dass mir der Attack ist, gell? Was eben auch sehr zum Shade passen würde, er hat kein Event gegeben. Das passt auch sehr zum Shade, dann gut, die Aktivitätsrate, schwierig. Sagt, was mir nicht passt, ist, dass er ein EMF-3 gegeben hat, was er eigentlich nicht wollte, nicht tun könnte, darf. By the way, die Kerzen haben noch gebrannt, als er gejagt hat, deswegen Onryo auch raus. Spannend ist das jetzt auch. Hast du einen Zoom-Effekt? Okay, ich weiß, was wir für einen Geist haben. Und das jetzt erklärt es auch. Wir haben einen Geschwindigkeitsgeist. Die Geschwindigkeit gerade eben während der Jagd kam mir normal vor. Wir haben einen Teil. Das hat man jetzt gerade richtig schön gemerkt. Und merci, Oma. Schön, dass Sie uns beehren. Also. Deswegen ist das ganz verwirrend. Ein Teil kann entweder sehr früh jagen oder sehr spät. Das Geile ist, wenn ihr rechtzeitig im Geistraum seid und auch wirklich da drin bleibt oder eure Sanity dabei hochhaltet, dann könnt ihr diese Spanne, an der der Teil früh jagt, übergehen oder verhindern. Denn sobald ihr im Geistraum seid, droppt seine Geschwindigkeit jede Minute, die ihr drin seid. Im Geisterraum. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, da müsst ihr jetzt nachschauen. Aber je langsamer er wird, sprich, desto älter wird er und desto später kann er auch erst jagen. Das erklärt die Sanity mit 35. Dass er erst zu spät gejagt hat. Wir waren die ganze Zeit im Geisterraum. Und man hat es auch gerade während der Jagd gesehen. Er hat auch keinen Zoom-Effekt bekommen. Zoom-Effekt, keine Line-of-Sight-Geschwindigkeit. Ich gehe jetzt noch ein letztes Mal rein. Vielleicht haben wir Glück und die Arme möchte direkt fangen spielen. Wir können jetzt auch Lichter anmachen. Wir sind jetzt ja in der Range. Und dann können wir gleich nochmal... Ich gehe einfach hier hin. Dann haben wir gleich nochmal die Möglichkeit, dass die Oma uns lang genug sieht. Aber ich mach dir mal Licht an, gell? Bei deinem Alter wird den Augen schwer. Da kann sie uns lang genug sehen und wir können schauen, ob sie schneller wird. Und das ist auch nochmal ein Hinweis für viele Geschwindigkeitsgeister, die können keine Land-of-Sight-Geschwindigkeit bekommen, weil sie vorgeschriebene Geschwindigkeiten haben. Deswegen heißt es jetzt warten. Wir sind in Hunting Range. Wir gehen jetzt auch nicht mehr in den Geisterraum und sie kommen. Ihr werdet das gleich sehen, sie wird relativ langsam sein. Und sie wird auch nicht unbedingt schneller. Oder was heißt nicht unbedingt schneller? Sie wird nicht schneller. Hier. An den Steps hat sich nichts verändert. Immer noch die gleiche Frequenz, die gleiche Geschwindigkeit. Sie ist auch ein wenig langsamer als Spielergeschwindigkeit. Cool, ja. Das war die Oma. Und das war ein, würde ich mal spontan behaupten, bezaubernder Teil. Merci, Oma. Welche. Also ihr seht schon, während der Jagd kann man viel herausfinden. Bei der ersten Jagd dachte ich, Geschwindigkeitsgeister sind alle raus, also auch Tai. Denn um ehrlich zu sein, ich habe selten einen Tai, der wirklich erstmal altert. In der Regel fangen sie direkt an zu jagen, wenn sie noch jung sind. Und dementsprechend auch schnell. Deswegen, als ich die Geschwindigkeit gehört habe, war sie ungefähr auf meiner Geschwindigkeit, vielleicht ein bisschen langsamer. Und deswegen war ich der Meinung, kein Geschwindigkeitsgeist. Aber ja. Gut. Das war, würde ich mal sagen, eine entspannte Runde. Wir könnten jetzt natürlich noch Sanity Pill nehmen und hier mit Parabol und Bewegungssensor und... Das Gute ist, der Vorteil von einem Tai, oder wie ich finde, der größte Vorteil, wenn er gealtert ist, es ist entspannt, vor ihm wegzulaufen. Es ist kinderleicht. So, aber hier, bup und bup. Amüsanterweise fand ich jetzt... Dass der Teil sein Geist vom Licht gewechselt hat. Denn das kann er durchaus. Gut, vielleicht haben sie da an der Wahrscheinlichkeit irgendwie was verändert, damit man eben die Möglichkeit hat, im Geistraum zu sein. Aber Teils können häufig den Geistraum wechseln, sie können seltener den Geistraum wechseln. Das bleibt denen überlassen im Grunde. So, dich nehme ich noch mit und dich nehme ich noch mit und let's go. Sollte sie jagen, wird sie wahrscheinlich hier wieder entlang drücken. Die Geister gehen häufig.
Du mich auch immer. Jetzt ist sie natürlich draußen. Jetzt hat sie den Geist umgewechselt, Genius. Wenn man vom Teufel spricht. Wunderbärchen. Blümmer du. Schau mal, bist du da durchgegangen? Wunderbärchen, sie ist da durchgegangen. So, dann... Du bist halt einfach ein Krampf, Oma. Nimmst meine Base, aber du brauchst es doch selber. Die ist hier gespawnt, deswegen platziere ich das jetzt einfach. Ja, und ich hoffe, dass wir irgendwas kriegen mit dem Parabol. Ansonsten warten wir einfach, bis das kurze Weg genuckelt wird oder die nächste Jagd startet, danach düse ich. Also, ihr seht das. Manche Geister sind einfach, manche Geister sind nervig. Ich denke, unser erster Geist war, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da wird das kurze Weg gerade genuckelt. Sehr schön. Und welchen? Let's go. By the way, wir haben es jetzt abgeschlossen als Parabol wegen dem Step. Und nicht wegen dem Kruzifix. So, let's go. Tschüss, Oma. Es könnte natürlich sein, dass wir einen Mimik haben, der den Teil adaptiert, also die Fähigkeit, aber dann würde er früher oder später eine andere Gestalt annehmen. Also sprich, einen anderen Geist adaptieren. Er würde nicht 24/7 immer den gleichen Geist adaptieren. Aber, also unser erster Geist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht im Vornherein gewusst haben, dass es ein Gespenst war, war, sage ich jetzt mal, noch schwieriger aufgrund der Auswahlmöglichkeit, wenn es möglich ist, soweit eingeschränkt. Aber hier seht ihr, dass man gar nicht bis zum Äußersten gehen muss. Man muss nicht wirklich bis zum Letzten gehen, um eigentlich hier einen Treffer zu landen. Ich sehe gerade, wir sind bei 22 Minuten. Das ist leider ein bisschen zu lange, um noch eine Folge dran zu hängen. Aber ihr seid jetzt dran, versucht diese Challenge auch. Und ich würde einfach mal sagen, ich schaue mir die Einstellungen hier nochmal an, denn ich denke, wir können öfter mal eine neue Evidence-Challenge machen. Das ist eigentlich relativ entspannt. Aber gerne Feedback in die Kommentare. Das hilft euch vielleicht auch. Und ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, nur anhand von Beweisen und Verhalten die Geister zu erkennen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Noch einen schönen Sonntag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.